Herzlich willkommen. Im Land von der wassermännischen Energien und zu dieser wunderbaren Deckvorstellung The Age of Aquarius Tarot. Ich habe heute den Stern gezogen. Und der Stern gehört ja auch ein bisschen zum Wassermann. Er gehört zum Wassermann. Und ich habe ein neues Bijou in meiner Sammlung. Das ist das wunderschöne neue Deck, das hier gekommen ist. Und ich freue mich, mit dir zusammen hier gerade dürfen einzutauchen und das dürfen anzuschauen und ja, in die absolut wunderbare wassermännische Energie dürfen einzutauchen. Und so lade ich dich ein, mit mir zusammen in die Energie vom Pomander Türkis einzutauchen, wo zum Wassermann gehört. Innovationskraft, Kreativität, Herzenergie, Pioniergeist, Freundschaftlichkeit, Idealismus, Gesellschaft. Und so gebe ich den türkisfarbigen Pomander ab ins Universum. Über meine linke Hand strömt er in die Galaxie. Und es ist wunderschön, die Energien zu spüren, die hier sind, von den Meereswesen, von den Delfinen, von den Walen, von den Seehunden, von den Wasserwelten. Und das, obwohl ja der Wassermann ein Luftzeichen ist. Aber auch die absolute Innovationslust, sich nach oben dürfen zu strecken und die Inspiration von den Ideen dürfen zu empfangen. Und wenn Sterne und Galaxien sich das genommen haben, was sie brauchen, fließt der türkisfarbige Strahl zurück zur Erde und auch die gesamte Erde taucht in das Türkis. Herzöffnung, Kommunikation von Herz zu Herz, Verbindung zum Bewusstsein und Unbewusstsein, zum kollektiven Unbewusstsein, als atlantisches Bewusstsein, wo in dieser neuen Zeit in ein neues Format gebracht werden. Und alle Tiere im Wasser sowie auf der Erde nehmen sich das Türkis. Auch alle Menschen, die das Türkis brauchen, werden jetzt geflutet. Von dieser absolut herzöffnenden Energie, Leichtigkeit, Spiel und Spass. Freie Kommunikation von den Gefühlen. Und eine grosse Öffnung und Verbundenheit zum Allganzen. Und so gebe ich den Pomander sanft in meine Krone. Sie so wie feine, liebevolle Wassertröpfchen, wie als würde ich so unter einem Wasserfall stehen. So ein Sommerregen. Ja, nicht so, wie es jetzt vorhin donnert und gewittert hat, sondern wirklich so eine wirklich erfrischend warme Sommerregen, den ich hier spüren kann, wo durch das Türkis einfließt. Und ich verbinde meine Hände, lege sie aufeinander, mache ein Anjali Mudra, ziehe es sanft über mein Stirnchakra zu durchab, gehe weiter zu durchab zum Halschakra und
Öle an, gleichzeitig nebenzu noch ein bisschen meine Schläfe, Tempotor zu der höheren Wahrnehmung, hellsehen, hellhören. Und gehe dann beim Halschakra ganz sanft, einfächernd, türkis, liebevolle Kommunikation vom Herzen, die Kreativität, die sich möchte offenbaren. Anandakanda, das Chakra auf der rechten Seite, wo das Tor zum wahren Selbst öffnet. Zwischen dem Herzchakra und dem Halschakra. Und geh schön mittig zum Brustbein, energetisiere mein Herzchakra. Dass mein Herz das Türkis bekommt, was es braucht. Und ach, das ist so schön, das Gefühl, das hier entsteht. So eine tiefe Verbundenheit und Liebe zu den Wasserwelten, zu den Fischen, zu den Krebsen, zu den Rochen, zu den Seehunden, zu den Haien. Einfach alles, was in der Wasserwelt lebt, bekommt jetzt die Liebe auch von mir. Und das Türkis fließt über mein Herzchakra zu diesen Welten, zu dem Meer, zu den Ozean. Und durchflutet all die Reiche mit Liebe und Mitgefühl. Und auch all die Wasserwesen, die Nymphen, die Undinen, die Meerjungfrauen, die Nixen, die Nereiden, werden aufgeladen von diesen Energien und freuen sich und tanzen in diesem Türkis. Ich gehe weiter zu meinem Solarplexus, energetisiere den für eine freudvolle Durchsetzungskraft. Aufgeladen von positiv verspülten Energien, voller Wissensdurst und Freude, im Leben voranzukommen und neue Schritte zu wagen, mutig zu sein. Und streiche jetzt über mein Sakralzentrum für die sinnlich kreativen Gefühle, Romantik, Erotik, wo individualisiert für mich dürfen gelebt werden. Und gehe am Schluss noch zum Wurzelchakra und erde mein Wurzelchakra mit dem Türkis für mein Menschsein, dass ich mein Menschsein so kann leben, wie es für mich bestimmt ist. Frei. Bewusst. Sowie auch voller Tatkraft in dem, was für mich bestimmt ist, in meinem Menschsein individueller Art in Ausdruck dürfen zu bringen. Und ganz am Schluss gebe ich den Türkis-Pomander auch ab in die Erde, in die Nähe der Erde, mit Türkis. Und hole das wieder auf, wie als würde ich eine Schale mit meinen Händen machen, wie als würde ich Wasser trinken aus dieser Schale und führe den Türkis-Pomander zu meiner Nase und atme das dreimal tief ein. Weil das ist ein wunderbares Duftbouquet von 47 Kräutern, Essenzen, ätherischen Öl, Edelstein, Essenzen, heilsamer Invokation, wo somit mein Aura-Energiefeld stärkt und nährt und mich öffnet für das, was für mich bestimmt ist, zu vollziehen. Wow! Ja, es ist viel Fröhlichkeit hier und Verspültheit und ich freue mich einfach, dass das hier darf sein und wir haben auch gleichzeitig hier noch den Blauwal, den gebe ich dir näher noch dazu. Doch jetzt möchte ich als erstes mit dir zusammen in das wunderschöne Tarot hineinschauen. Du siehst, das ist schon wow, da auch schon Regenbogenfarben, die da drauf sind und auch die Delfine. Es ist wirklich, es steht so für den Pioniergeist von der neuen Zeit und da unten dran steht «An evolution of the collective consciousness». Aber es ist nicht nur «the collective consciousness», sondern auch «the collective unconsciousness», also alles, was unbewusst ist. Und Jana Saint-Lévy
aus Kanada hat das gemacht, das Deck. Und es ist ein self-published Deck, das heisst, man kann es leider nicht über die offiziellen Büchershops kaufen, man muss es über ich habe es jetzt über Etsy gekauft und habe noch richtig kämpfen wegen dem Zoll, weil in der Verzollung jetzt hier in der Schweiz ist es sehr wichtig, dass es auch als Buch verkauft wird. Über Amazon geht das, aber im Verkauf in der Schweiz hat sie es als Playing Cards verkauft und Playing Cards werden dann verzollt und Bücher, die werden bis 200 Franken nicht verzollt. Also das ist sicherlich ein Thema, das man müsste anschauen, wenn man das Deck kauft. Aber wen interessiert schon die Administration, wenn man so ein schönes Deck haben kann, gell? Mehr am Schluss. Und ja, lass uns doch hier durchflippen und schauen, wie die Karten aussehen. Ich habe noch nicht reingeschaut. Ich habe erst das Telefon, das dran ist, abgenommen und da so eine Klickbox. Und ich freue mich, mit dir zusammen hier dürfen einsteigen. Thank you. Da kommt ein schönes Booklet. Ja, das hat sie sehr schön gemacht. Ich nehme es mal ein bisschen hinten, dass es besser daraus rausnehmen kann. Genau, da sind die Karten. Wow, schau da. Der Regenbogen ist schon ja völlig auf die Regenbogenfarbe. Und da. Wow, schön. Es ist alles so spacig. Man sieht halt auch Aquarius. Wassermann-Energien, die halt wirklich sehr im geistigen Prinzip dienen. Und durch das natürlich auch eben nicht nur mit den Wasserwelten verbunden sind, sondern eben auch mit allen anderen Welten geistiger Art, mit den Sternen-Energien, die natürlich auch sehr nah an uns dran sind. Das ist das Büchlein, das kennt man üblicherweise. Und so sieht es hinten drauf aus. Das nehme ich jetzt mal ab, das Band. So, was haben wir denn hier Schönes? Und dann lasse ich es mal durchflippen und schauen, was sich hier zeigt. Sehr interessant. Ich tue jetzt nicht alles kommentieren, du kannst einfach mal ein bisschen schauen. Mit mir schauen. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Zusatzkarten, das sind genau die. Ah, oh, schau dir, wie sie Tiger. Oh, wenn er hier auf dieser Muschel hockt, finde ich alles mega schön. Wow. Galactic Souls. Passt gut zu den Sternen, also Arcturianer, Sirianer, Pleiadier. Ja, genau. Das habe ich heute genau gedacht. Heute habe ich genau an das kosmische Kind gedacht, an das Sternenkind, wo wir ja alle sind. Wow. Wo eben für die Lichtarbeit hier auf dem Planeten gekommen sind. Shadow Work. Wir machen am Schluss dann noch ein kleines Reading. Wow. Sehr gut, das habe ich sehr gerne, so Sachen, weil gerade auch wenn man merkt, dass man eben mit außerirdischen Energien, also stellaren Wesen, in Verbindung kommt, eben mit den Sternenwesen, ist das ein guter Indikator, über so eine Karte auch zu gehen. Tut das ja recht viele andere Zusatzkarten, jetzt bin ich mal gespannt, oder ist das schon das offizielle Tarot. Blueprint. Cool. Das finde ich super. Also man merkt schon vom Deck her, es hat
wirklich eine sehr vorwärtsgerichtete Energie. Ja, also sicherlich nichts Rückständiges, nichts, wo in alten Energien hängen bleibt, so schön mit den Delfinen. Der Alchemist, das gefällt mir natürlich auch, das passt auch sehr gut. Cool. Ah. Age of Aquarius. Gut, jetzt geht's los mit dem Narr. Wow, die Hohepriesterin. Hammer. Ja, wie oft ist es so, natürlich bei diesen privat publizierten Texten, dass sie natürlich viel teurer sind. Aber es ist halt auch wirklich ein Goldstück. Man kann es nicht anders sagen. Wow, schau mal, die Herrscherin. Divine Feminine. So schön. Jetzt freue ich mich gerade auf den Herrscher. Wie zeigt sich echt der? Oh. Ein richtiger Herrscher. Wieder Zeus. Der Hierophant als Frau. Die Liebende. Okay, die muss ich noch ein bisschen studieren. Aber schau, sie hockt auf der weißen Koralle. Oh, ich kann ja fast nicht. Ich habe eine Essenz. Weiße Koralle. Die ist gut für die Lymphe. Reinheit von der Liebesgefühl und nichts anderes. Ah ja, das ist die Deckkarte. Der Wagen. Wow, das ist auch cool. Mit den Delfinen dran. Also ich fühle mich sehr daheim bei diesem Tarot. Sehr, sehr. Ah, da haben wir Kraft. Der Eremit. Sehr schön. Magst du dich erinnern, als ich vorhin den Türkis-Pomander eingefächert habe? Ich sagte, es ist so wie bei einem Wasserfall, so Wassersprengkuchen kommen. Passt genau zu dieser Karte. Genau so hat es sich angefühlt. Oh, ein Traum. Wheel of Fortune. Ein bisschen ägyptisch auch angekocht. Fate and Destiny. Schicksal. Justice. Hanged Woman. Der Tod. Wow. Wow. Mega. Auch hier von der fiesen Koralle so eingenommen wird. Da muss ich ja fast noch fast die weiße Koralle-Essenz holen. So. Temperance, Mäßigkeit. Teufel. Schwarze Koralle. Obsessionen. Der Turm. I like it. The star. Divine Love, das ist der Stern da. Göttliche Liebe, ja. Eben Innovation, Regeneration, das ist wirklich typische Wassermann-Energie. Der Mond. Sehr schön. Sonne.
Gericht. Das Ass von den Schwertern mit dem Schwertfisch. So gut. Finde ich super. Zwei von den Schwertern, Unentschiedenheit, Unentschlossenheit. Das sieht man gerade. Das ist eine Karte, die ich nicht gerne habe. Zwei von den Schwertern. Ja, Zögerlichkeit. Drei von den Schwertern, die ja mit Herzschmerz zu tun hat. Ja, über die Karte muss man ein bisschen meditieren, kontemplieren. Vier von den Schwertern. Sehr tiefe Heilung. Rückzug. Pause. Sehr schön. Fünf von den Schwertern. Wenn du im Fischschwarm gefangen bist. Ja, die Kräfte der Natur, die hier ja auch wirken. Sechs von den Schwertern. Ja, finde ich gut. Sieben von den Schwertern. Selbstsabotage. Opfermentalität, ich komme nicht vorwärts, bla 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 bla. Neun von den Schwertern. Sehr schön. Wow, 10 von den Schwertern. Da haben wir jetzt das verletzte Herz. Painful ending, ja. Pasche von den Schwertern. Ritter von den Schwertern. Königin von den Schwertern. König von den Schwertern. Ist das der Albatros? Ist ja ganz sicher. So, Stab. Ha. Guck mal die Rose. Passionate. Deep Desire, ja, yeah, ja, vehement. Zwei von den Sternen. Wow. Decision Making. Crossroads. Three of Wands. Ist auch sehr schön. Ist so warm und so. Ich spüre, das Feuer riecht auch gut durch, aber tropisch warm. Ja, sie ist sehr schön, die Karte. Bin ich richtig froh, dass ich die gekauft habe. Sind noch ein bisschen schlifferig. Oh, so schön mit den Delfinen. Und neun von den Stäben. Das Grenzthema. Oh, 10 von den Stäben, es ist mir alles zu viel, ich kann nicht mehr. Erschöpfung. Page von den Stäben, so hat sie mit dem Kameleon. Ritter von den Stäben. Oh, so schön, Königin von der Stäbe. Wow, mit diesen weißen Tiger und mit dem Jaguar da. Das gefällt mir.
Wow, der König von der Sterne mit den Orcas. Kammer. Ja, der hat schon vorwärts dran. Das Achts von der Kelche. Untergangenes ägyptisches. Ägyptische Architektur, Archäologie. Zwei von den Kelchen. Drei von den Kelchen. So, die Jana, die das publiziert hat, und ich das Deck bestellt habe, hat sie mir zurückgeschrieben und hat gesagt, hey, ich freue mich mega, dass du das Deck bestellt hast für deinen Geburtstag. Also ich bin auch ein Wassermann, aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt Geburtstag habe. Aber wahrscheinlich hat sie das gesehen, dass ich ein Wassermännchen bin. Vier von den Kelchen. Fünf. Oh. Oh, schön. Inneres Kind. Ja, Illusionen und Fantasien. Schön, die Kelche. Acht von der Kelche, das Tal von der Finsternis. Ist auch sehr gelungen. Neun von der Kelche. Schön. Zehn von der Kelche. Was macht sie da unten? Warum auch nicht? Selbstliebe. Oh, toll, die schönen Käufische. Passt aber der Kelche. Komm, ich gehe das warmes Herz über. König von der Kelche, wow! Schön Grauwal oder Blauwal. Wow! Und da ist der Orkan, siehst du, da ist der Blauwal oder Grauwal. Wow! Was von den Perlen. So schön, das ganze Bild. Financial Abundance, das Reich von der Münzen. Ja, finde ich noch gut dargestellt mit den Perlen. Die ist immer mit viel Arbeit verbunden. Zwei von den Perlen. Drei von den Perlen. Ah ja, ja. Was ist denn das? Das check ich nicht. Da sind zwei Delfine und da ist noch irgendein anderes Tier. Aber was ist das? Ich kann es nicht identifizieren. Vier von den Perlen. Ja, es ist schon sehr feminin. He? Es ist sehr feminin, es ist ein Deck für Frauen. Also ich will nicht sagen, dass es für Männer nicht möglich wäre, aber es gehört in eine weibliche Hand. Fünf von den Perlen. Ja, so richtig ausgerechnet und ausgrenzt. He? Sechs von den Perlen. Ausgleich. Sieben von den Perlen. Ja, Perlen tauchen ist aufwendig. Acht von den Perlen. Wow, schau überall. Sie sind und haben sich geöffnet. Neun von den Perlen. Sehr schön. Oh, wow. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das macht gerade mit mir. Es ist viel Liebe hier auch in diesem Deck.
Also es trägt wirklich so den Spirit von der neuen Zeit, auch von den neuen Partnerschaften von der neuen Zeit. Das finde ich natürlich super. Schön. Wow. Ritter von der Perlen. Ritter von der Münzen. So kraftvoll. Da sieht man aber richtig, dass es so ein ausdauernder Typ ist, oder? Der Ritter von der Münzen. Die Königin von der Münzen ist ja auch ein Traum, ehrlich. Und so feminin einfach. Oh. König von der Münzen. Der Eisbär. Mit dem bin ich jetzt hier einzig nicht ganz so einverstanden. Das ist so tropisch und dann kommt der König von der Münzen. Hm? Als Eisbär. Ja. Meine liebe Seele, das ist das Deck. Ich glaube, ich mache gerade noch eine zweite Aufnahme, weil es ist schon jetzt ein langes Video. Und ich würde sagen, wir sehen uns gerade. Abschließend kann ich sagen, ein sehr feminines Deck, ein wunderschönes Deck, ein sehr modernes Deck, so wie es eben zu der Wassermann-Energie passt, wo wirklich die zukunftsweisende Energie zeitloser Art immer wieder bringt, um in die Zukunft zu schauen, in die Moderne zu gehen und ja, die höheren Tugenden von der Freundschaft, von der Innovation können hochzuhalten. Und wir machen dann gerade das Reading. Ich freue mich dann gerade, dich im nächsten Video zu begrüßen. Bis dann. Tschüss unterdessen.